Servus, liebe Zuschauer, grüß euch auf YouTube, Telegram, Twitter, Odyssee und unserer Netzseite digitaler-chronist.com. Frankreich brennt, so könnte man es reißerisch umschreiben. Es ist jetzt sicherlich jetzt hier nicht alles außer Kontrolle geraten, aber in großen Teilen der Städte herrscht dann doch teilweise wirklich Anarchie und vollkommen rechtsfreie Räume. Keine staatliche, wie soll ich sagen, Gewalt mehr. Gewaltmonopol ist weg. Jeder kann machen, was er will, ohne Angst zu haben, irgendwo strafrechtlich dafür belangt zu werden. Es werden schwerste Straftaten begangen, ohne dass die Polizei es verhindern kann. Für meinen Geschmack sind bei den Videos, die wir jetzt hier zeigen, auch relativ wenig, ist relativ wenig Polizei zu sehen. Ja, man lässt sie einfach machen. So ist der Eindruck. Weil Frankreich ist durchaus nicht wehrlos, sowohl Polizei als auch Armee, da sind durchaus Kräfte da, die hier gegenhalten könnten. Und es stellen sich doch einige Fragen. Ich will hier das zeigen, was wir wissen, oder ja, was wir wissen ist lächerlich, was wir gezeigt bekommen und was der Eindruck ist. Ja? Und die sozialen Medien, beziehungsweise speziell Twitter, ist hier sicherlich eine bessere Quelle als jedes Mainstream-Medium, wie immer mittlerweile. Aber wir gehen mal chronologisch vor, was ist hier eigentlich passiert, wo ging das Ganze los? Am Dienstag, den 27. Juni, kam es am Dienstagmorgen zu folgendem Ereignis. Nael, ein 17-jähriger Algerier aus der Pariser Vorortsiedlung Nanterre, ist in einem gelben Sportwagen unterwegs. Er wird von einer Motorradstreife angehalten. Ein Polizist zückt ein Gewehr, während er durch das Fenster mit dem Fahrer spricht. Wenig später drückt der Fahrer Nael das Gaspedal durch. Es fällt ein Schuss. Nach wenigen Metern kracht der Wagen in eine Leitplanke. Ein Beifahrer flieht. Der 17-jährige Nael ist tot. Hier haben wir das Video. Ich zeige es nicht. Ihr könnt es aber euch anschauen, wenn ihr möchtet. In der Beschreibung sind alle Verweise auf die Tweets und Netzseiten, die wir hier zeigen. Frage ist natürlich schon mal, wer nimmt sowas auf? Warum wird sowas aufgenommen? Eine Polizeikontrolle, sozusagen Fahrzeugkontrolle oder auch Fahrzeugführerkontrolle, wenn man so will, Fahrerkontrolle, ist dort ein Riesenproblem. Das wusste ich nicht, das erzähle ich gleich. Und seitdem Dienstag tritt die Öffentlichkeit als jüngstes Gericht auf. Der böse weiße Polizist hat den algerischen Jungen getötet, so die Erzählung, und plötzlich knallt. Frankreich wird von den heftigsten Welle von Migrantenkrawallen seit 2005 heimgesucht. Es brennt im ganzen Land, das kann man sagen. Und ich denke auch, dass es heftiger ist als 2005, weil wir haben hier wirklich eine neue Qualität. Also es ist wirklich hier nicht nur ein oder zwei Straßen in Problemvierteln, die dann plötzlich irgendwie polizistenfrei sind und hier gemacht wird, was man will. Hier werden Waffenläden geplündert, hier laufen Leute mit Sturmgewehren irgendwie durch die Straßen, brennen etliche Autos, brennen Geschäfte, ganze Einkaufszentren, ja, Rathäuser, Polizeistationen. Und das bedeutet, hier ist der staatlichen Kontrolle aber einiges verrutscht. Ja. Mich wundert, wie gesagt, dass hier nicht härter eingegriffen wird. Es wird der Anschein hat es, dass es laufen gelassen wird. Und da es nicht nur in Paris oder in einigen Großstädten, sondern wirklich landesweit in jeder größeren Stadt Ausschreitungen gab und gibt, muss man davon ausgehen, dass das sicherlich jetzt irgendwie vielleicht auch da jemand Regie führt, ja, ohne da jetzt näher darauf einzugehen und hier irgendwelche Theorien zu spinnen, aber man muss ja auch alle Möglichkeiten in Betracht ziehen, sage ich mal, und da fängt schon mal an, dass das hier irgendjemand aufnimmt. Okay, also, dann haben wir das Problem ist hier, dass diese Polizeikontrollen, ja, in französischen Vorstädten ein riesiges Problem, 22.200 Fälle letztes Jahr, fast 70 am Tag mit 13 Todesfällen, die afro-arabischen Banlieues sind zu Zehntausenden ohne Führerschein unterwegs und drücken aufs Gas, wenn Polizisten sie kontrollieren wollen. Beamten werden an- oder überfahren, es kommt angefahren oder überfahren, es kommt zu Verfolgungsjagden. Hier ein aktueller Fall aus Grenoble, bei dem ein Polizist 30 Meter lang auf dem Boden geschleift wurde. Das mit der Banlieue-Bewohnerschaft ist keine dumme Verallgemeinerung, sondern von Statistiken gedeckt. So, der 38-jährige Polizist und Schütze heißt Florian M. und wird seit Dienstag Kindermörder, Rassist,
Killer genannt. Ja, er und seine Frau stehen unter Polizeischutz. Sein Leben ist bis auf Weiteres ruiniert, von der Vorverurteilung bis hin zu psychischen und sozialen Folgen. Ein dekorierter Polizist, es gab keine Dienstaufsichtsbeschwerden. Die Präfektur lobte ihn mehrfach, nach allem, was man weiß, bis Dienstag ein vorbildlicher Beamter. Zum Opfer, der 17-jährige Nael, vaterlos aufgewachsen, ist kein Engel. Er hat 15 Strafanträge, 5-mal Verweigerung von Polizeikontrollen, BTMG, also Drogendelikte, die Schule abgebrochen, fahren ohne Führerschein, gefälschte Nummernschilder, Versicherungsbetrug, klassische Karriere eines Banlieue-Kriminellen. Und das ist jetzt die Vorgeschichte zu der, zu dem verhängnisvollen Schuss des Polizisten auf den 17-Jährigen. Vorgestern Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft. Nael entzog sich vor Tötung einer ersten Kontrolle und überfuhr bei der Verfolgungsjagd beinahe Passanten. Wie Kameraaufnahmen bestätigen, die zweite Kontrolle, also bei der M, schoss. Der Polizist fällt unter Gefahrenverzug. Mit anderen Worten, er wollte verhindern, dass möglicherweise weiter Menschen in Gefahr geraten durch einen durchgeknallten Fahrer, der aufs Gas tritt und nicht genau weiß, was er da so macht. Kann man so sehen? Ja, wir wissen es nicht, ob das auch stimmt, aber so habe ich es auch woanders gelesen, also in einer anderen Quelle. Also es würde mich auch nicht verwundern, weil wir haben wieder dieses George Floyd-Muster, ja, hochkriminelle Leute, die unter mysteriösen, auf jeden Fall nicht richtig klaren Umständen zu Tode kommen oder schwer verletzt werden durch Polizei. Waffe sozusagen oder durch Polizeigewalt, wenn man so will, werden dann zu absoluten Helden stilisiert und es wird alles verschwiegen und vergessen, was bei denen vorher so in ihrem Leben so vorgefallen ist. Und man hat den Eindruck, die Hautfarbe macht hier eine komplette Immunität möglich. Ja? Kann gar nicht, ist ein Engel. Ja? Wir haben hier übrigens auch Macron hat gesagt, unverzeihlich, ja, der Schuss. Ja, also mit anderen Worten, liebe Franzosen, ihr seid selber schuld, wenn sie euch die Geschäfte zerdeppern, und liebe Migranten, ihr habt vollkommen recht. Ja, das ist die Botschaft. Ja, der hat wahrscheinlich sich gedacht, also wenn wir jetzt noch Feuer da reingießen, Öl ins Feuer gießen und dann noch weiter gegen die Migranten hetzen, dann gehen sie irgendwann gegen mich. Das wollen wir mal lassen. Da sollen wir mal lieber die Polizei hier ihre Knochen hinhalten. Und der Kylian Mbappé, der Fußballstar aus Paris, hat getwittert, Nael sei ein Engel. Ja, okay, ja, so läuft's, hat Millionen Follower und die sehen es dann genauso und fühlen sich vollkommen im Recht mit allem, was sie tun. Und was tun sie? Hier werden zum Beispiel, das ist ein amerikanischer Account, Wall Street Silver, einfach aus einem Motorradgeschäft Motorräder einfach rausgefahren, ohne dass hier irgendwie Polizei stören würde oder sonst irgendjemand was dagegen tut. Ja, also rechtsfreier Raum, wohin man schaut. Hier haben wir Franzosen, die vor ihre Geschäfte schützen oder ihre Häuser vor Plünderern oder Randalierern oder damit, dass die nichts kaputt machen können oder vor allem aber plündern wahrscheinlich, ja, müssen sie sich schon selber verteidigen, ja. Hier haben wir die Alcazar-Bibliothek in Marseille. Das Gebäude wurde 1857 gebaut und beherbergt über 1 Million Schriften, darunter Schriften aus dem Mittelalter. Viele große Kriege hat es überstanden, aber diese westliche woke Politik gibt ihr den Rest. Sieht man hier auch keine Feuerwehr zu sehen. Also da ist wirklich jede staatliche Ordnung temporär und lokal an lokalen Stellen komplett außer Kraft gesetzt. Auch die letzte Nacht war von Gewalt und Terror geprägt. Das ist in Lyon. Also wir haben hier wirklich nicht nur in Paris oder in einigen anderen Städten, sondern wirklich auch in kleineren Städten durchaus hammerharte Ausschreitungen. Hier brennt gerade eine ganze Straße, kannst du sagen. Dann haben wir hier eine Plünderung eines Waffengeschäfts. Die Leute laufen also tatsächlich mit irgendwie Sturmgewehren durch die Straße, ja, oder zumindest kriegswaffenähnlichen Waffen. Ja, also da keine unbedingt vertrauensbildende und beruhigende Maßnahme. Anscheinend haben die Terroristen in Frankreich auch in einem Zoo gewütet und wilde Tiere freigelassen. Also da läuft ein Zebra auf der Straße. Es gibt auch Aufnahmen von Löwen und anderen Wildtieren, die in Paris, glaube ich, war es, tatsächlich in den Zoo gestürmt haben und da die Tiere laufen lassen. Muss man sich überlegen, wie man drauf sein muss,
bei so einer Gelegenheit, den Zoo die Tiere freizulassen, die so sehr gestresst sind durch diese ganze, ich finde Zoo einfach auch wirklich, ist nicht meins. Aber die sind natürlich jetzt komplett gestresst. Ja. Die sind, da knallt's, da ist Feuer. Die Umgebung kennen sie nicht. Also das ist einfach nur brutal. Und man muss befürchten, dass die natürlich auch erschossen werden von Polizisten vielleicht, die aus einem Löwen, wenn der frei rumläuft, das willst du machen. Ja. Hier haben wir einen ganzen Komplex, der brennt. Ich glaube, es ist ein Einkaufszentrum. Also da steht zwar auch Feuerwehr, aber relativ machtlos, ja. Und so ist es in vielen Städten in Frankreich. Hier randalieren ja, Franzosen im Holocaust-Gedenkstätte in Nanterre, ja, haben die französische Fahne runtergerissen, versuchen sie anzuzünden. Und beschmieren die Gedenkstätte. Und hier, das hat sogar auch King, sage ich schon, Kim.com gepostet auf seinem Account, millionenfach weltweit ist es verteilt worden. Das ist nicht irgendwo in der Ukraine oder in der russisch-ukrainischen Kampfzone, sondern das ist mitten in Mitteleuropa in Paris. Ja, nur mal so, wenn man das Ausmaß der Zerstörung sieht, und da sind schon etliche wahrscheinlich weggeräumt worden an Autos. Und das sieht mir jetzt auch nicht danach aus, als ob das jetzt hier ein total abgerissenes Viertel wäre. Ja, und hier sind überall Wracks. Alles, was irgendwie zerstört werden kann, wurde da zerstört. Ja. Und so sieht es in Frankreich momentan aus. Dann schauen wir hier mal rein. Der französische Präsident Macron fordert die sozialen Medien auf, sensible Videoinhalte von randalierenden Muslimen zu entfernen. Ja, damit wird es dann irgendwie ungeschehen gemacht oder wie? Er macht generell auch in einem lächerlichen Post von ihm die sozialen Medien und Videospiele dafür verantwortlich. Also damit ist dann auch jedem, muss jedem klar sein, also hilfloser geht's nicht. Sie können es einfach nicht mehr anders erklären als total absurde Erklärungen. Und die Polizei in Frankreich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich jetzt schon größere Ausmaße annimmt, aber die Gewerkschaften der Polizei, und die sind mächtig in Frankreich, verkünden einen Zustand wie im Krieg. Die haben ja übrigens auch den Polizisten verteidigt. Wir sind im Kriegszustand. Darüber hinaus kündigen die Polizisten Widerstand gegen die Regierung an, da diese seit Jahrzehnten das bekannte Problem ignoriert. Ja, ich kann mich erinnern, wirklich in den 80er Jahren schon hatten wir einen Französischlehrer, der oft in Paris war, und der meinte damals schon, also in den Banlieues, da gehe ich auch nicht mehr rein. Ja. Das damals, in den 80ern, das ist 40 Jahre her, ja, und das Problem schwelt und glüht weiter und es hat sich immer weiter ausgebreitet und die Politiker haben es ignoriert, beziehungsweise wurden offensichtlich beauftragt, es zu ignorieren und weiterlaufen zu lassen. Die Polizei in Frankreich ist in Aufruhr. Und hier steht es, nous sommes en guerre, wir sind in einem Krieg und wir werden Widerstand gegen die Regierung organisieren oder uns hier kündigen Widerstand an. Dann ausgerechnet zum Start der Tour de France trifft die Klimakatastrophe Frankreich mit voller Wucht. In vielen Städten haben bereits Autos und sogar Gebäude wegen der hohen Temperaturen Feuer gefangen. Wir brauchen dringend ein Tempolimit und eine Impfpflicht. Heute am 1.7. beginnt die Tour de France. Das wäre natürlich, wenn die, da hätte man dann wirklich eine neue Qualität, die man dann auch wirklich anhand äußerer Merkmale sehen würde, wenn die Tour de France entweder gar nicht gestartet wird oder wirklich unterbrochen oder sogar abgebrochen werden muss, weil Randalierer auch da das unmöglich machen, dann weißt du Bescheid, dass hier wirklich was in Frankreich echter Baum brennt, weil die lassen sich ihre Tour de France nicht so einfach wegnehmen. Interessant, dass es jetzt gerade dieses Riesensportereignis beginnt und das natürlich auch durch Städte führt übrigens. Ja, mal schauen, wie das wird. Der Mainstream muss berichten, kann gar nicht anders, framet es natürlich wieder mit Rassismus und Muslimfeindlichkeit ein, ja, das ist klar. Aber als Reaktion auf Polizeigewalt, da wird aber auch nicht differenziert, was ist eigentlich passiert, ja.
Das übliche George Floyd-Muster kennen wir. Und da wird noch hier berichtet, dass ein junger Mann laut Polizeiangaben im Ort Petit-Quéville vom Dach eines Supermarktes gefallen und gestorben ist. Das ist dann eine Meldung wert, aber die ganzen französischen Opfer, und es gab auch Todesopfer, wie gemeldet wurde, auch schon, ja, das würde mich auch nicht wundern bei diesen irren Krawallen, ja, dass da auch mal zufällig jemand vielleicht auch unbeabsichtigt zu Tode kommt. Ist passiert, wurde aber nicht im Mainstream gemeldet. Proteste und Plünderungen, weitere Krawallnacht. Also da wird schon witzig war noch, dass Macron besucht Elton John Konzert trotz schwerer Proteste in Frankreich. Das war, glaube ich, am Mittwoch oder am Donnerstag. Also während schon die vollen Krawalle lief, ging Macron mit seiner Freundin zum Elton John Konzert. Muss man auch erstmal bringen. ZDF, bei den Ausschreitungen in Frankreich werden hunderte Fahrzeuge in Flammen gesetzt, hunderte Personen festgenommen. Es sind auch ungelöste Probleme wie soziale Benachteiligung und Rassismus, die mit voller Wucht wieder an die Oberfläche drängen. In anderen Worten, ihr seid schuld, ihr Weißen, noch Mehrheitsgesellschaft. Ihr habt sie sozial benachteiligt, ihr seid die Rassisten und deswegen flippen die so aus und die haben vollkommen recht. Das ist die Botschaft, ja. Nancy Faeser am 29. Juni, also gestern, da waren schon 3 Tage die Ausschreitung, hat nichts Besseres zu tun als im ARD-Hauptstadtstudio. Ich mache jetzt keinen Ton an, das erspare ich euch und das Gesicht erspare ich euch auch gleich. Ein von der Bundesregierung eingesetzter Expertenrat sieht Rassismus gegenüber Muslimen und pauschale Islamfeindlichkeit in der deutschen Gesellschaft weit verbreitet. Dagegen müssen wir vorgehen. Ja, genau. Muslimfeindlichkeit in Deutschland weit verbreitet. Und wenn es so wäre, woher würde sie denn dann kommen? Ja, wenn ich mir die Bilder in Frankreich anschaue oder auch die Bilder in Nordrhein-Westfalen, Clans, wo jetzt sich mittlerweile ohne mit Beteiligung deutscher hoheitlicher Stellen wie Polizei oder gar Justiz sich mit Hilfe von Friedensrichtern zwischen den Libanesen und Syrern irgendwie geeinigt wurde. Mit anderen Worten, wir brauchen euch nicht, wir klären unsere Sachen selber, wir lehnen euch eh ab und lasst uns einfach in Ruhe, sonst gibt's was. Ja, das ist die Botschaft. Bundeskanzler Scholz am 30. Juni, gestern. Die EU braucht die Zuwanderung qualifizierter Arbeitskräfte. Der Vorschlag der Innenministerinnen und Innenminister für eine gemeinsame Asylpolitik ist ein großer Durchbruch. Wir sind damit auf dem richtigen Weg. Wahrscheinlich meint er das wirklich so, dass wir auf dem richtigen Weg Richtung Frankreich sind, ja? Um das vielleicht auch einfach zu sagen, ja, das kaschiert dann unsere ganzen Fehler. Wenn hier eh alles zusammenbricht, dann fragt auch keiner mehr, was wir eigentlich gemacht haben. Ich traue denen echt zu, dass die wirklich auch diesen Preis, naja, nicht diesen Preis, sondern auch das in Kauf nehmen würden, um selber hier nicht irgendwie in Schwierigkeiten zu geraten. Dann lassen die lieber das ganze Land vor die Hunde gehen. Das ist eben das. Es ist diesen Leuten zuzutrauen, die sagen, lass doch laufen, dann haben wir eine neue Schlagzeile. Und wenn es weitergeht und es eskaliert, dann vergessen die Leute komplett, dass wir eigentlich die Geschichte angerührt haben. Ja, gibt einen eigenen Hashtag Muslimfeindlichkeit. Und Frankreich scheint nicht in der Lage zu sein, den Sumpf aus Kriminalität, Parallelgesellschaften, Islamismus und linken Ressentiments zu bekämpfen. Derweil schwallt uns Frau Faeser etwas von Muslimfeindlichkeit vor. Das Problem ist meiner Ansicht nach, was ich betrachte bei der Geschichte, dass mir ein bisschen zu wenig Polizei auf der Straße ist. Vielleicht zerreißt sie auch und überspannt die Kräfte einfach, wenn es in so vielen Städten ist. Aber die Franzosen haben eine Armee, haben eine Fremdenlegion, haben irgendwelche Spezialkräfte, die teilweise auch schon zum Einsatz kamen, aber die können natürlich auch nicht irgendwie in jeder Stadt sein. Und es ist auch ein Grund mehr anzunehmen, dass das irgendwo eine gesteuerte Aktion ist, um eben zeitgleich in vielen französischen Städten diese Krawalle stattfinden zu lassen und damit die Polizei definitiv zu überfordern. Die haben nicht in jedem Ort 10.000 Polizisten. Genauso wie in Deutschland müssen ja auch aus anderen Bundesländern bei großen Demonstrationen Polizisten herangezogen werden, die dann fehlen dort, ja. Also da wird es dann schwierig. So viele Leute haben es dann auch nicht offensichtlich oder es wird absichtlich sich zurückgehalten und sagen, lass die mal alles kaputt schlagen, ist schon richtig so. Ja, ist ja auch gewollt. Frankreich und Deutschland sind ja die Haupt, wie soll ich sagen, ja, Gegner oder Hauptziele, ja, der Zerstörung Europas. Gibt da verschiedene Theorien, dass also die amerikanische Achse da irgendwie sich gegen Macron gestellt hat und ihn jetzt bestraft und so weiter.
Will mich da jetzt aber, will es nur erwähnen, dass es diese Gerüchte gibt. Ich glaube da selber noch gar nichts, sage ich mal. Ja, also da, das schaue ich mir an, wie sich das weiterentwickelt. Sicher ist, dass es nicht eine rein migrantische Geschichte ist, die sich da organisiert haben. Da haben wir durchaus Grund anzunehmen, dass das eine von höherer Ebene aus gesteuerte Aktion ist. Und dann nochmal zu diesen George Floyd-Geschichten, dass die hochkriminellen oder sehr schwerkriminellen Leute, die dann durch eine Polizeikontrolle oder durch eine Festnahme zu Schaden oder gar zu Tode kommen, dann plötzlich die Engel sind, die keinem auch nur ein Haar gekrümmt haben und die qua Hautfarbe sozusagen schon einen lebenslangen Freispruch haben. Erinnert ihr euch noch an die Gewaltexzesse von marodierenden Christen und weißen Europäern, als ein Moslem Samuel Paty öffentlich geköpft hat, der Lehrer, wegen Karikaturen eines Mindelmannes, ja, damals die Mohammed-Karikaturen, nein, ich auch nicht, also nicht Karikaturen, es war, glaube ich, eher einfach nur, er hat, es ist ja verboten, Mohammed als im Bild darzustellen, und er hat Mohammed-Darstellungen gezeigt, und das war Grund genug, ihm den Kopf abzuschneiden, ja, nur mal so von der Verhältnismäßigkeit her. Aber wenn ein Krimineller mit dem richtigen Hintergrund erschossen wird, brennt ein ganzes Land. Und hier nochmal die Geschichte mit NRW, dass die sich über einen Friedens, mit Hilfe eines Friedensrichters die Clans syrisch und libanesisch geeinigt haben und Frieden geschlossen haben, und sogar die Redaktion des Magazins Kontraste, ARD, RBB, berichtet stolz, sie sei die einzige gewesen, die dabei war beim Friedensschluss syrischer und libanesischer Großfamilien unter einem Friedensrichter. Sie feiern das noch als Exklusivmaterial, dass sie in Abwesenheit deutscher Hoheitsinstitutionen wie Polizei oder Justiz hier sich selbst verwaltet wird und auch die klare Botschaft rausgegeben wird, euch braucht man nicht, euch wollen wir nicht und ihr könnt wegbleiben oder sonst gibt's Saures. Ja, irgendwie so. Es ist wirklich komplett irre, dass das Magazin Kontraste das auch noch feiert. Noch wird weiter ein Wahnsinn erklärt mit entweder Macron, der sagt, das Videospiele und Social Media ist schuld an den Krawallen. Ja, also hilfloser geht es ja gar nicht mehr. Ja, das ist dann wirklich der absolute Kapitulation an Argumenten. Oder wir sind schuld, weil wir Rassisten sind und die sozial halt benachteiligen. Oder der arme 17-Jährige, der hier brutalst von der Polizei erschossen wurde und dadurch sind Macron unverzeihlich, der Schuss, und damit praktisch auch den Randalieren und den Krawallmachern und Plünderinnen eigentlich einen Freibrief in die Hand gibt und sagt, ja, ihr habt recht, ja, es ist unverzeihlich und deswegen könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Ich kann nur sagen, wir sind jetzt, also die Einschläge rücken durchaus näher. Ja, wir wissen nicht, wo das wirklich seinen Ursprung her und welcher Plan dem zugrunde liegt und was hier wirklich passieren soll. Bloß das Narrativ ist natürlich jetzt schon wirklich extrem am Wackeln. Und wenn wir hier ähnliche Bilder haben oder ähnliche Ereignisse in Deutschland, und so weit sind wir nicht weg davon, wenn man an die Straßenschlachten, an die Straßenmassenschlägereien, gerade die der beiden Clans, nochmal sich zurückerinnert, dann sind wir nicht mehr so weit weg davon. Oder an die Silvesternacht in Berlin und anderen Städten. Da auch, und wenn ich mir nochmal, wenn ich an diese Massenschlägerei denke, der Clans der syrischen und libanesischen in Essen und Castrop-Rauxel, und wenn ich mir die Bilder anschaue, wie die Polizei hilflos, machtlos, komplett lächerlich daneben steht, mit einem Schlagstöckchen in der Hand oder gar nicht mal, weil sie wissen, hat eh keinen Sinn, und da hilflos zusehen muss, wie die sich gegenseitig da auf die Fresse hauen und zwar wirklich schwerst verletzt werden teilweise. Und die Polizei steht daneben und sagt, na, wir können eh nichts machen. Dann weißt du auch, hier die das Hoheitsrecht und das Gewaltmonopol gilt nicht mehr und wurde auch schon von der Polizei offensichtlich aufgegeben. Auch ganze Viertel oder zumindest Straßenzüge sind mittlerweile auch in Deutschland aufgegeben. Sind sogenannte No-Go-Areas, wo auch ein Polizist zumindest mit einem normalen Streifenwagen nicht mehr die reinfahren oder allein schon ganz gleich gar nicht, ja.
Das könnte dann sogar lebensgefährlich werden. In Frankreich ist es schon länger so, dass es diese Banlieues in diesen Vororten durchaus Viertel gibt, wo keine Polizei mehr reinfährt. Ja, also da ist wirklich Selbstverwaltung und Faustrecht. Ja, wo führt es hin? Wir wissen es nicht, aber das Problem, nein, nicht das Problem, also wenn man das jetzt noch irgendwas Positives aus diesem Wahnsinn ziehen möchte, dann ist es zumindest das, dass das Narrativ mit Muslimfeindlichkeit und überhaupt, das ist auch so hammerhart, die Faeser erzählte irgendwas von Muslimfeindlichkeit an deutschen Schulen und so weiter. Das ist so satanisch umgedreht, dass es dir wirklich die Zehennägel aufrollt, ja. Und dieses ganze Narrativ mit Muslimfeindlichkeit und sozial ausgegrenzt und Rassismus und so weiter, ja, das kommt natürlich auch an seine Grenzen. Ja, das ist, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die wirklich jede Hemmschwelle ganz schnell überspringen, die keine Beißhemmung haben, die keinen natürlichen, empathischen, wie soll ich sagen, da ist nicht viel mit Mitmenschlichkeit und wir sind alle Kulti, Multi, Bunti, ja. Es war immer eine Lüge, das hat nie gestimmt und jetzt bricht es halt heraus. Und nicht, dass ich mir das wünsche, um Gottes Willen, dass es das in Deutschland auch so ist, aber wir können ja hier nicht die Augen zumachen. Ich meine, das ist ein Nachbarland. Wenn ich hier, und ich bin jetzt gar nicht mal wirklich in der Nähe von der deutsch-französischen Grenze, wenn ich ins Auto setze, bin ich in 6, 7 Stunden auch in Paris. Ja? Also nicht, dass ich dahin möchte jetzt, aber ja, also das ist jetzt nicht mehr irgendwo hinten im Libanon oder in Pakistan oder was weiß ich wo, ja, mitten in Mitteleuropa, also Kerneuropa an der Stelle. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ich sehe das wirklich, also es war wirklich zu erwarten, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand überrascht sein sollte oder müsste. Es war klar. Allerdings scheint mir das Ganze durch diese wirklich wie auf dem Startschuss folgende Aktionen in ganz Frankreich, in großen Städten, doch vielleicht nicht ganz zufällig, sagen wir mal so. Ja, mal schauen, was ihr dazu sagt. Habt ihr vielleicht andere Infos? Gerne in die Kommentare. Vielen Dank auch für sachliche Kritik. Die lasse ich auch gerne stehen und antworte auch gern drauf oder für mögliche Unkorrektheiten in dem Video, in der Berichterstattung. Auch dafür danke, solange es nicht persönlich beleidigend wird, nehme ich das gerne an, die Kritik. Und in diesem Sinne, abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, den Kanal gut findet, Bitcoin Stripe, Deutsche Bankverbindung und Ko-fi in der Beschreibung. Danke euch, liebe Leute. Servus Nahat. Also am geilsten finde ich eigentlich am 29. Wo haben wir es denn? Am 29. September, Juni, 29. Juni, das war der Donnerstag. Und am Dienstag gingen die Krawalle los. Also da war schon 2 Nächte, war da schon richtig Krawall. Und sie kommt mir mit Muslimfeindlichkeit in Schulen, Hochschulen im Alltag. Ich wüsste keinen einzigen Fall gerade von einem Angriff von Deutschen auf Muslime. Ja? Muslime, weiß ich nicht. Ja? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Wenn man jetzt irgendwie ein Schimpfen übers Kopftuch, das auch als Angriff auf Muslime, dann auch da, aber auch das, wo findet das statt? In welchem Paralleluniversum? Ja? Also nicht in meiner Umgebung, kenne ich nicht. Das sind solche Falotten, ja, Wahnsinn. Ja. Also wirklich, wie zum Hohn. Wie, dass man wirklich immer mehr Leute auf den Gedanken kommt, im Kopf zu schütteln und sagen, was erzählt die da? Vielleicht soll es so sein. Macht es gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Servus.